drauf. So, wenige zufrieden. Stunden später. Ja. Heute kommen wir irgendwie nicht zum Aufnehmen. Kontrollierst du mal, ob er wirklich neu aufgenommen nimmt? Ja. Ja, das schaut so aus, ja. Das ist jetzt 18, 9 Sekunden, 10 okay. Sekunden. Dann bin ich der Einzige, der zischt. Prost die Dame, Prost die Herren. Free RPG Day, Leute. 18,56. Super Zischgeräusch. Prost. 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 Eigenes. Prost. Ja, ja. Ich bin schon zu. Zugebuttermilcht. Zugebuttermilcht. Die Alkzählung ist derzeit 2 Radler, eine Limo, ein Ayran und... Ein Liter Buttermilch. Ein Liter Buttermilch im Stefan. Ja, ja, wir haben, sollten folgen und so. Willkommen beim Biertaucher Podcast 261. Mhm. Wie ist der Text ausgegangen? Dienstag, den 21. Ah, sehr gut. Juni, yeah. 2016. Hm, ist oder? Das noch? War gestern, glaube ich, oder? Strawberry Moon war, glaube ich, 21.06. Genau. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconnect.com, der Online-Marketing-Agentur vom Jörg aus Graz. Und überhaupt vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere Flatterer. Und an unser Klebemonster. Ja, ganz großes Dankeschön. Wir befinden uns in einem Innenhof des Aachen AKHs, Innenhof 8. Und der Treffpunkt ist immer Dienstag, 19.30 Uhr, Innenhof 2, altes AKH, wenn Sie dabei sein wollen. Heute sind dabei der Gregor, die Anna, der Dennis, der Horst und der Stefan. Jo, super. Auf zum Damit Teaser, kommen oder? Wir zum Teaser, genau. Worüber reden wir heute? Skimmer am Stephansplatz. Ja, ich würde gerne reden über einen Free RPG Day, vielleicht eine Serie Wayward Pines. Und außerdem vielleicht über Snappy versus dem anderen Paketsystem. Flatpak, ja. Danke. Anna, nichts Besonderes? Die Anna hat was wieder ausgegraben, ein kleines Filmchen, der Storm, die Animated Movie von Tim München, das ist sehr nett. Und dann gibt es jetzt endlich Folgen des berühmt-berüchtigten Foto-Podcasts zu hören, von dem schon vermutet wurde, dass es den gar nicht gibt, aber den gibt es jetzt. Sehr gut. Ja. Genau. No Link, no Podcast. Ja. Was? Da habe ich nicht reingeschrieben. Nein. Ui. Ich weiß ihn auswendig. Ich bringe mal wieder was zum Thema Schöner Leiden, ein Horrorhotel in L.A. Ich war nicht da, aber es gibt da ganz schön viele Geschichten zu. Ich habe lauter Kleinigkeiten zu berichten, war auf einer Demo und ein paar Bücher gelesen und so. Und über das Feedback kann ich ein bisschen was erzählen. Und sonst war ich im Kino, habe ich die Good Guys oder die Nice Guys. The Nice Guys. The Nice Guys, könnte ich jetzt erzählen. Schön. Gut. Teaser aus. Stefan, nix? Ah ja, Stefan. Hab schon. Das Kino am Stephansplatz. Okay. Jetzt sind wir konzentriert. Sind wir eigentlich alle laut genug? Ja, ich denke schon. Wir strengen uns alle an, laut zu reden, dann wird das schon. Das geht dann schon, sage ich jetzt mal. Ja, Feedback, oder? Wenn man das Feedback, gleich so als Rubrik. Ja. Gleich der erste super Fail. Ich habe mich die ganze Woche gefreut, weil es ist fast jeden Tag circa ein neues Feedback pro Tag angekommen. Ich habe die alle gelesen und mich urgefreut und damit auseinandergesetzt. Aber heute habe ich vergessen, sie auszudrucken. Ja. Also ich kann sie jetzt nicht verlesen. Wird versprochen, wird nächste Woche nachgeholt. Ja. Bitte auch weiterhin Feedback geben. War sehr wertvolles Feedback dabei. Also auch technisch, was die Leute sich erwarten. Und sehr gute Verbesserungsvorschläge. Und ja, einfach sehr nett. Auch sehr also über zwei Sachen habe ich mich besonders gefreut. Kann ich aus dem Gedächtnis zitieren. Das eine Mal wurde angemerkt, dass wir wenig bis gar nicht gegen andere Systeme und Betriebssysteme und solche Sachen sticheln. Was? Ja, das sind zu brav. Ich versuche das, das habe ich mich sehr gefreut, weil ich versuche, diese leeren Gesprächsmeter auch aktiv einzudämmen, wenn mir das unterkommt. Ja, und das Zweite war, es freut besonders, wenn nicht nur Bier getrunken wird, sondern auch andere Getränke. Das habe ich ja gleich. Das hat mich wieder mal nicht gefreut. Ja, und das hat mich auch gefreut. Getränke? Das hat mich zum Beispiel diesen Ayran. Das hat mich motiviert, heute in einen frisch eröffneten türkischen
Supermarkt zu latschen und noch extra Eiern zu besorgen. Man sieht, Feedback wirkt beim Gregor direkt. Wunder, ich bin total auf Feedback. Zu dem Thema, dass wir nicht gegen Windows, Microsoft und so weiter sticheln, tut uns leid, dass wir es wollen. Das ist ein Fehler, ne? Ein Fehler, ja. Das können wir schnell, schleunigst. Ja, okay, oh, nächste Woche. Skip. So, wer fängt an mit Themen? Tech-Themen, das war auch vom Feedback. Es gibt erfreulicherweise Leute, die geschrieben haben, was sie interessiert, dem Horst seine Computerkurse oder ja, Nachrichten richtig, daraus. Genau. Und damit war eine zusammenhängende, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich unterrichte C und was da jetzt weitergegangen ist. Genau. Um das kurz zu machen, ich habe einen Schüler, der gerade nicht da war, also der kommt gerade ein bisschen unregelmäßig und den habe ich eigentlich, weil er mit einem großen Arduino-Bastelset gekommen ist und er wollte sich damit besser auskennen, also der war sehr Hardware interessiert. Und beim Arduino ist eine Programmiersprache dabei, mit der man das Arduino programmiert, dazu braucht man einen Computer und programmiert dort die Programme und schickt sie dann mit einem USB-Kabel rüber auf den Arduino, damit sie dort funktionieren. Und diese Sprache ist eigentlich C mit einigen speziellen Bibliotheken dabei. Okay. Das Ganze ist einer sehr hübschen Programmierumgebung, die so ein bisschen wie Processing ist. Also du startest das, hast so einen Play-Knopf, einen überspielst auf das Arduino-Knopf und ich glaube sogar Parser. Also ist so relativ simpel. Ja. Und das war eigentlich meine C- Schnittstelle größtenteils, die jetzt aber ein bisschen dahin tröpfelt. Und ich bin wahrscheinlich zu sehr verpythont, um C wirklich leibend zu finden. Ich muss aber auch sagen, ich bin kein Hardware-Typ. Also ich interessiere mich nicht wirklich für Roboter basteln, sonst hätte ich einfach eine andere Einstellung dazu und würde mich für C viel mehr interessieren, weil es bei Embedded Devices und bei Hardware immer eine große Rolle spielt. Meiner Meinung nach ist C nicht wirklich eine leibende Anfängersprache. Ja. Das war die erste Sprache, die... Nein, es war die zweite Sprache, die sie mir auf der Technischen Universität ausgedrückt haben. Ich war damals aber auch, kann ich mich schon erinnern, nicht sehr glücklich damit. Ich meine, so für Basic-Konzepte, das kann man dann schon dran lernen, aber sobald du was Komplexeres programmieren, wirst du ja auch bemerkt haben, das wird dann einfach ungemütlich. Ich meine, selbst die Apple-Leute nehmen ja ein Objective-C, das auch schon um einiges erweitert ist, dass das Ganze ein bisschen gemütlicher gestaltet, oder? Naja, Objective-C ist nicht gerade, ja, es ist ganz interessant, weil es halt von Smalltalk viele Sachen genommen hat, aber die meisten Sachen, die man an C kritisieren würde, würde man auch bei Objective-C kritisieren. Okay. Aber ich habe in Erinnerung, dass man, ich weiß aber nicht mehr genau, dass man Arduino auch in C++ programmieren könnte. Das wird dann ein bisschen leiwander, aber man hat immer noch mit Memory Management zu tun. Das muss man selber drauf aufpassen. Auf also am besten, aber in C++ gibt es ja Mittel und Wege, ohne Pointer auszukommen, eventuell das probieren. Wobei ich jetzt fairerweise dazu sagen muss, wenn du am Arduino einfach so einen Roboter herumfahren lassen willst oder ein paar Lampen flimmern und irgendeinen Temperaturfühler auslesen willst und dann eine Klingel tönen lassen, brauchst du dazu nicht Pointer-Arithmetik. Ja, das geht mit ein paar Zeilen C-Code und dazu ist das da Arduino Set auch voll super geeignet. Gibt es massenhaft Beispiele. Also wenn man von irgendeiner Programmiersprache ein bisschen Ahnung hat, wenn man kapiert, was eine Schleife und ein If ist, kommt man mit dem Arduino C zurecht. Okay. Ja, also den Zweck erfüllt es voll und ganz. Bitte. Was mich jetzt noch interessiert hätte, was ich ja vorher auch schon fragen wollte, und zwar dieser Arduino selber, der ist nicht so ganz gescheit. Also mit dem kann man nicht direkt sprechen, oder? Nein, der redet nicht mit dir. Der redet nicht mit dir. Nur wenn es ihm ein Kabel anschließt und einen echten Computer, der gescheit genug ist, um mit dir zu sprechen, also der ein Tastatur-, Bildschirm- und Mausinterface hast, dann kannst du überhaupt mit deinem Arduino gescheit kommunizieren. Wobei ich vermute, wenn man sich sehr anstrengt, kann man sicher mit so einer Art Tippschalter oder Ding versuchen, direkt was in den Arduino reinzupressen. Aber das ist wahrscheinlich wirklich... Ja, viel genutzt. Spaß. Ja. Also das habe ich in der Schule machen müssen, aber viel Spaß. Mäuseklavier. Ich weiß nur in der Theorie, dass man, wenn man löten kann, so ein Arduino an eine elektronische Strickmaschine ranbauen kann. Aber dann wirst du wahrscheinlich trotzdem einen Computer brauchen, damit du dem Arduino sagst, was er mit der Strickmaschine tun soll. Das weiß ich jetzt nicht, ob man das über die Tastatur von der Strickmaschine dem sagen kann. Du musst dann einen Schal stricken mit den Anweisungen. Nee, ich habe keine Ahnung.
Ja, okay. Allerdings mit dem Sprechen mit einem Arduino, dazu habe ich vor ein paar Wochen etwas gesehen. Es gibt nämlich ein Shield für ein Arduino, der auf Spracheingabe reagieren soll. Das heißt also, man kann wirklich in ein Mikrofon sprechen, das geht in das Shield hinein und dann bekommt der Arduino die ganze... die Befehle sozusagen dann. Ja, das Witzige ist nur, dieses Shield ist nichts anderes als ein Raspberry Pi. Also man steckt ein Raspberry Pi auf ein Arduino. Ja, let's solve it with the Raspberry Pi. Schön. Also ja, der Raspberry Pi im Gegensatz ist wirklich ein echter Computer. Ja. Und den kannst du direkt Tastatur und Maus und Bildschirm anschließen. Okay. Mhm. Kostet auch mehr, ne? Der Raspberry. Ja. Ja, wenn wir schon bei Technik sind, Leute, ich wollte dich noch kurz anbringen, weil ich heute im Webstandard drüber gestolpert bin. Ich lese da ganz gern den Andreas Boschowski, der macht immer so diese Linux-Berichterstattung und so. Und der hat einen Artikel verfasst über Snappy versus Flatpak. Und Snappy ist ein Paketformat entwickelt von Canonical. Das ist die Firma, die hinter Ubuntu, der Distribution, steht. Das neue Depp. Richtig. Ja. Also das Ziel ist, es für Programmierer und App-Entwickler es einfacher zu machen, distributionsübergreifend ein Installationspaket zu erstellen, wenn man eine Software erstellt. Beziehungsweise es ist ja so, dass... wenn Programme eine gewisse Library oder so benötigen, dann bringen sie das in diesem Paket selbst mit. So ist es etwas unabhängiger. So die Theorie und das Wünschenswerte. Und wie es halt so ist, wir kennen die Geschichte von Canonical, ist ja nicht unproblematisch bei der Linux-Welt, weil sie ja nicht so offen sind, wie sie es gerne kommunizieren. Und da haben sich jetzt einige dran verschnupft, weil sie jetzt irgendwie haben sie das Snappy als Paket für diverse Distributionen rausgebracht, damit du diese Snappy-Pakete installieren kannst unter diversen Distributionen und haben dazu gemeint, das ist die offizielle Unterstützung und super, die ganze Linux-Welt jetzt unter Dach und Fach. Die restliche Linux-Welt hat aber gemeint, naja, so ist es halt nicht. Red Hat entwickelt eben an einem alternativen Format, Paketformat namens Flatpak. Mhm. Und da arbeiten sich jetzt, glaube ich, auch wieder so ein bisschen die Geister dran ab. Aber wie gesagt, prinzipiell finde ich es ja begrüßenswert, dass es mal so ein Format gibt, gerade um Software, die jetzt nicht irgendwie auf Betriebssystemebene funktionieren müssen, schnell zu updaten. Ja, das ist halt schon gut, wenn die Library dann halt auch damit mitkommt, weil da muss man nicht warten, bis die Distribution selber ein Update rausbringt, was ja teilweise dauern kann. Ja, aber Updates ist genau das Thema, was ich daran kritisiere. Okay. Weil Flatpak und Snappy lösen ein Problem nicht. Was ist, wenn der Entwickler sagt, ja, ich habe ja auch hier die neueste Version rausgebracht und kümmert sich dann nicht um die Security-Updates von den Libraries, die sie selber mitbringen? Stimmt, ja. Das ist natürlich auch ein Problem, ja. Das ist auch dasselbe, was ich an Docker ganz fürchterlich finde. Also das ist im Prinzip nichts anderes, als würde jemand etwas statisch kompilieren, denn es kommt nur ein Binary raus, das hat absolut keine Abhängigkeiten, bis auf Bilder und solche Sachen, das ist damit nicht gelöst. Und die ganzen Security-Updates, wo bleiben die? Das liegt jetzt die mehr Verantwortung sozusagen beim Entwickler und darauf kann man sich nicht bei verlassen. Bei den Entwicklern, ja. Also, und zusätzlich fragmentiert der Markt mehr, weil jetzt gibt es dann eben nicht nur Depp und APM, sondern halt wenigstens vier, die relevant sind in der Welt. Ja, das ist ja das ist wie dieser alte XKDC-Comic, wo sie bekritteln, es gibt 15 Standards dafür und wir brauchen eigentlich nur einen. Was machen wir, um das Problem zu lösen? Ein neuer Standard muss her. Also es ist ein bisschen halt so. Schauen wir mal, was sich da entwickelt. Tja, wollte ich nur anbringen, ja. Eine andere kurze Story kann ich jetzt ein bisschen was Politischeres vielleicht noch anbringen. Die Netzsperren wurden heute vom Obergerichtshof, genau, Oberland. Mhm. Oberlandesgerichtshof. Von Wien, ja, aufgehoben. Aufgehoben. Richtig, genau. Yeah. Gewisse Urlen wie meine zu Demo beliebten, damals hat etwas gebracht. Ja, zu gewissen File-Sharing-Seiten und solche Sachen, die waren ja seit letzten Jahr, Juli, glaube ich, so rundherum, waren die gesperrt. Und dieses Urteil aber wurde eben vom Gerichtshof gekippt. Und sehr gut.
Sachen. Und jetzt entspinnt sich halt wieder die Diskussion, wie viel Verantwortung liegt bei den Providern, um so File-Sharing-Sachen zu verhindern. Und die wollen, haben sie schon gemeint, irgendwie nicht in die Richterrolle gedrängt werden. Mhm. Also da lohnt es sich zumindest einmal, glaube ich, diese Diskussion weiter zu verfolgen. Das kurz und bündig kann man das so sagen. Ich glaube an die Republik plus eins. Ich habe was Internes, und zwar, ihr habt euch sicher schon gefragt, warum ich einen großen roten Sack braunen Kisten mitgebracht habe. Ja. Und da ist vom lieben Klebemonster ein Geschenk für euch alle drin. Nur weil... Das sind zwei Pakete. Ja, zwei und Pakete. Ich öffne ganz frech. Ich kann es immer eines raustun und verteilen. Mhm. Sollen wir wieder es verheimlichen, was drin ist? Nicht verraten, nicht verraten. Doch, jetzt verraten. Das ist zu toll. Ich kann es nicht verraten. Es guck das Video an, was wir gerade nicht drehen. Mit dem voll schönen Schriftzug. Das ist also das sind so ganz tolle Biertaucher-Podcast-T-Shirts. Oh, super. Praktischerweise in XL, das ist genau meine Größe. Ja, und wir zwei kriegen noch eine Sondergröße. Habe ich leider. Wir haben eines ist, glaube ich, kleiner... Total überwältigend. Das ist dann für mich. Das ist XL? Ich glaube, du kannst das als... Als Kleid dann gleich. Zweimal L, dann ist das eh für euch. Zweimal L? Das ist okay, das ist XL. Dann. Also ich nehme sowieso XL, das nimm kann ich XL. Unter meiner Hip-Hop-Sozialisation XL? Verbuchen, XL, ja. Wenn ich etwa Sachen zu groß trage. Sehr gut. Ich meine, die Bereich ist dir jetzt ganz dezent rüber. Das hat nämlich auch ein Silber für schönes Design. Ich finde das echt. Das ist XL. Was? Das jetzt bin ich durcheinander. XL, ja. Ich habe XL gekriegt. Ich glaube auch. Also okay, der Schriftzug und damit den 2011. Und dieses T2S, das soll heißen Established 2011. Cool. Du hast da einen Druckfehler, also bei dir ist nur T. Das ist noch cooler. das ist später ganz viel wert. Das ist, genau, ja, das ist eine Sondernummer. So gehört es mit Est. Nein, T ist super. Ja. Also ich kann nur sagen, danke, liebes Klebemonster. Wirklich sehr, sehr nett. Ich bin gemeint, damit man so ein bisschen auch optisch Eindruck schinden ist. Und? Ja. Passt doch. Das geht doch. Oh, das ist ein bisschen knapp. Das ist ein bisschen knapp. Mit dem Sport und so, das ist dann super. Ich will einfach nicht einatmen. Ja, das passt schon. Ja. Leicht. Nein, super, danke, Klebemonster. Super. Das ist wirklich super. Sondern da ist ja sogar noch dieses Ding, das ist nämlich noch auch mit einem eigenen Etikett in Karton, wo er das auch dieser noch mal... Das ist ja ganz modern in meinem Bezirk, so Pop-Up-Store. Also kann hier ein Pop-Up-Store mit so einem ganzen Merchandise. Was ist ein Pop-Up-Store? Da kriegst du dann T-Shirts? Pop-Up-Store ist ein Konzept, wo ein Store oder ein Geschäft, egal welcher Art, wo er öffnet, ganz unangesagt plötzlich und dann aber auch wieder nach zwei Monaten wieder weg ist. Ja. Bei mir weg, bei der Schwalzhofgasse zum Beispiel, hat jetzt ein Ampelmännchenladen, also ein Ampelpärchenladen. Na, ich gibt's für die Wiener Ampelpärchen gibt's jetzt schon. Ja, gibt's in der Schwalzhofgasse, kann man sich anschauen, muss man nochmal einhacken, da kann man sich die Ampelpärchen-Merchandise kaufen. Der Nexus ist auch ab und zu mal ein Pop-Up-Store. Früher war das ein reguläres Geschäft, das haben sie dann geschlossen. Jetzt ist immer wieder mal vor den, vor den Schwarzen Reigen sind sie dann immer aktiv. Okay. Als Pop-Up-Store. Ja. Und ich habe von zwei Essensläden gehört, die auch so Pop-Up-Store-artig funktionieren sollen. Einer mit einem hammerharten Namen, einem Burgerladen, das sagt der Butcher's Side to the Cow oder so heißt der eine Pop-Up-Laden. Und der andere ist auch ein freakiges Konzept. Der macht nämlich Sushi meets Sanchos oder so. Und das sind Wraps mit Sushi-Füllung. Beim ersten, um mich auch einmal auf dünnes Eis zu begeben, wie du sagst, habe ich schon gegessen. Oh. Der ist vor dem Hotel neben dem Justizministerium. Okay. Da ist so ein Park. Der heißt der Otto-König-Park oder so? Das muss man wieder raussuchen. Mhm. Das ist auf jeden Fall bei der, wie ich wieder sagen würde, Zweierlinie, also bei der, wie heißt die Straße richtig? Landesgerichtsstraße. Okay. Ach, das ist hier in der Nähe. Hier in der Nähe. Und das vor einem Hotel dort. Und das ist in Form eines
Wohnwagens und so, so ein amerikanischer silberner Wohnwagen. Wie heißen die? Die Trailer. Ja, also, die haben einen eigenen Namen. Ja. Und da drinnen machen die eben die Burger. Mhm. Also cool schon, aufregend, Medium. Okay, ja, kann man ja so kommunizieren. Und ja, geschmacklich? Medium. Ach so. Das war das Geschmackliche. Genau, richtig. Hammer Name, ja. Naja. Sehr super, danke, liebe Monster. Und ja. Ja, ich hab's schon an. Ja. Dann habe ich auch was technisch Nerdiges, aber auch Security-mäßig Relevantes. Mhm. Stephansplatz, bei einem Bankomat, dort wurde ein Skimmer gefunden. Oh, nett. Das wurde auch per Video aufgezeichnet und ich glaube Martin Kalina heißt, der hat es verblockt, das werden wir verlinken auch. Weil ich habe jetzt das erste Mal auch gesehen, wie klein so ein Teil ist und das hat mich eigentlich ziemlich verblüfft, weil selbst mit draufschauen im Video hätte ich es nicht erkannt, dass es einer ist. Echt? Also ein Skimmer, haben wir jetzt zur Erklärung, was das ist, ist ein Aufsatz auf einem Bankomaten, also auf einem Geldausgabeautomaten. Ja. Dieser Aufsatz, den steckt man auf den Schlitz drauf, wo die Bankomatkarte eingeführt wird. Mhm. Das heißt also, wenn man Geld abhebt, schiebt man die eigene Bankomatkarte zuerst durch dieses Gerät durch und dann in den Bankomat erst hinein. Und während des Durchschiebens durch dieses Gerät werden die Daten abgegriffen von dem Gerät. Und auf die Art und Weise die Kreditkartendaten bzw. Bankomatkartendaten gestohlen. Mhm. Und ich habe mir das eigentlich immer relativ wuchtig vorgestellt. Aber das ist es nicht. Also das ist so ein, um es nur mal in Worten zu beschreiben, so ein runder Plastikaufsatz, der genau die gleiche Farbe hat wie das Teil dann eigentlich drunter und hat vielleicht eine Dicke von einem Viertelfinger oder so Dicke. Also ganz dünn und ein bisschen Elektronik ist halt drauf. Mhm. Und es ist meiner Meinung nach absolut nicht zu erkennen, dass das Skimmer drauf ist. Und der hat es erkannt, weil der ist einerseits ein Security-Experte, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, darum achtet er auf sowas. Und er hat gesehen, dass auf dem, wo er beheben wollte, außen Klebstoffspuren drauf waren. Und das hat ihn dazu verleitet, genauer das anzuschauen und ein bisschen zu rütteln und so, und dann hat er das Ding in der Hand gehabt und das sieht man immer auf dem Video. Na, arg. Und es ist wirklich am Stephansplatz, also man sieht, dann schwenkt die Kamera und dann siehst du den Dom und so. Also das ist da so eine der Seitengassen, aber unmittelbar das Eckgebäude dann dort. Also aufpassen beim Bankomatkarten beheben, ob man nicht gerade die Karte durch einen Skimmer durchschiebt. Immer an dem Ding rütteln. Ja, genau. Ich gehe immer zum Schalter und heb dort ab bei der PSK. Freuen Sie sich immer. Ja, gut. Also gut, schlecht. Das ist schlecht, eine bedenkliche Technologie, die jetzt bei uns angekommen ist, so richtig in real. Also ich weiß, dass in München die Banken, also zumindest diese, ich weiß gar nicht, wie man das heißt, also dass man die Karte reinstecken muss, bevor man in den Vorrahmen, in den Automatenrahmen geht, dass die das abgeschafft haben, weil da wohl viele Daten abgezogen wurden. Hm. Kann man da drauf genauso bauen, ja. Und da haben es, offensichtlich war dann der Vorteil größer, dass man die Leute einfach so reinlässt in diese, in diese Automatenräume. Wahnsinn. Also vermeintliche Sicherheit, die sich dann als dann im Nachhinein als ziemlich unsicher erwiesen hat. Ja. Ich habe zwei kleine Education-Meldungen, dass ich die loswerde. Das eine ist, die Meral, Digital Champion von Österreich, hat eine schöne Broschüre herausgebracht mit Kollegen. Und die gibt es als PDF und EPUB gratis zum Downloaden. Die heißt Leben, Spielen, Lernen und wird in den Shownotes verlinkt. Unter edition-mono.at ist es zu finden. Und praktisch so aus pädagogischer Sicht für also Programmieren, Computerspiele, Pädagogik. Also das, was man sich üblicherweise erwartet bei so Infotischen vom Unterrichtsministerium, wo dann so gut gemeinte Broschüren sind, nur dass das eben schlauerweise gleich als EPUB im Netz steht. Nice. Nicht? Und das andere, ich kann ganz stolz berichten von meinem Kurs, ich habe es geschafft, unter Python und Pygame eine relativ leibernde Netzwerk-Lib zu finden und selber zu portieren auf Python 3. Ich bin ganz stolz auf mich. Muss jetzt noch einen Pull-Request einreichen bei dem Repository. Und ja, also es ist einfach dabei mal mitgeliefert ein Chat-Server und ein Pong-Spiel. Also das kann ich jetzt mit über mehrere
Computer im Netzwerk machen, hauptsächlich um den Kindern beizubringen, wie man selber einen Server aufsetzt, wie man auf Localhost was macht, wie er sich dann selber mit seinem eigenen Server verbindet. Und das Schöne war, weil die meisten Netzwerk-Libs unter Python, die man findet, haben ein eigenes Main-Loop. Also eine Schleife, die sozusagen endlos läuft und die dann halt das Netzwerk verwaltet. Und das Besondere an dieser Lib, die ich da gefunden habe, die heißt, wird in den Shownotes verlinkt. Ich glaube, sie heißt Netlib oder so irgendwie. Mhm. Das Schöne an der war, dass die nicht mein Pygame-Main-Loop zerstört, weil Pygame, also das, wo ich meine Spiele und Joysticks abfrage, hat natürlich auch das eigene Main-Loop. Und das ist dann immer relativ kompliziert zum Programmieren, wenn du zwei Libraries verheiraten willst, die beide sagen, ich bin das Haupt-Main-Loop und alles andere wird von meinem Haupt-Main-Loop abgefragt. Mhm. Und da ist das halt das Schöne, dass du, dass der nicht, diese Netlib ein bisschen unaufdringlich ist und sie lässt dir sozusagen dein, ja. Nachteil ist, das Pong-Spiel hat diverse Ruckler, also, und es ist auch sogar in dem Beispielcode ist eine Warteschleife von 25 Millisekunden drin, dass der Client und der Server genug Zeit haben, aufeinander zu lernen. Also da ist noch viel Luft, um das flüssiger und ruckelfreier zu machen. Aber es ist einmal mit wenig Aufwand eine Lib, die ich gut unterrichten kann. Und ich werde hoffentlich in den nächsten Wochen mehr dazu erzählen können. Ja. Wenn wir schon bei Education sind, irgendwer hat doch etwas von Wikiversity reingeschrieben. Jupp. Ja, das wäre doch. Kannte ich bisher nicht, was das ist. Habe ich gehört im CAE über Wikipedia. Das ist schon ein relativ alter CAE. Also das ist Cardio. Damals hieß es noch Chaos Radio Express, der Podcast. Da drehte sich um die unterschiedlichen Wikipedia- und Wikimedia-Projekte. Und eines ist eben da von Wikiversity, das ich bisher nicht kannte, wo man als Ziel hat, durchaus Ausbildung auf Universitätsniveau in Form eines Projekts abzubilden und Wissen zu sammeln diesbezüglich. Es ist nicht unheimlich viel da, aber ich finde es immer interessant, dass es sowas gibt und gehört verbreitet und gehört publiziert. Das ist doch dieses, verwechsle ich das jetzt, das ist doch dieses Schwesternprojekt von Wikipedia, wo du eben so zum Beispiel ganzen Python-Kurs drinnen findest, oder? Das ist Wikibooks, glaube ich. Das ist Wikibooks, glaube ich, was du meinst. Ah, okay. Es gibt Universitätsniveau-Ausbildung. Okay. Also es ist tendenziell dann eher ein Elektrotechnikstudium, was drinnen abgebildet wird. Aber mit Lehrbüchern sozusagen oder mit Vorträgen, Tutorials? Ich weiß jetzt nicht genau die Requirements, welche Strukturen du abbilden darfst und welche nicht. Aber es ist einiges, relativ viel Mathematikzeug gefunden. Du kannst auch deine eigenen Arbeiten einreichen und publizieren, die du auf Universität. Das Ganze natürlich unter einer freien Lizenz dann, unter Creative Commons Lizenz. Ja, weil ich auch nicht gesehen, ja, war nicht unbedingt, weil es immerhin einmal publiziert, nicht? Also es ist die Frage dann, wie man wieder damit weiter umgehen kann. Muss man sich anschauen. Aber auf jeden Fall interessantes Projekt. Okay, wenn man recherchieren, Wikiversity. Ja. Und das ist verlinkt bei Wikipedia unter diesen vielen Schwesterprojekten das unten, wenn ich nicht runterscroll. Einfach direkt auf Google Wikiversity eingeben oder in der Suchmaschine der Wahl. Das ist urlswikiversity.org, also es ist recht einfach zu finden. Ja. Ich habe Politik. Ja. Nein, ich habe noch Technik. Bitte. Ich reiß was auf. Er tut jetzt ein sehr kleines Schachtel, was so wie ein Rumpffotoapparat-Etui ausschaut. Der Experte erkennt, was das ist. Wenn, muss ich jetzt sehen. Ein Akkupack. Ein Akkupack, genau. Aber warum hast du das in so einem hübschen Etui? Damit man am Rad montieren kann. Das ist der von meiner Fahrradlampe, der Akkupack. Und der packt es nicht mehr, der Akku. Ja. Also der am Anfang ist der gegangen, ich weiß nicht, 5-6 Stunden. Und in letzter Zeit schaffe ich es gerade noch einmal quer durch Wien heimzufahren. Also nach einer Stunde ist das Ding ziemlich leer. Zur Beschreibung unserer Hörer, der Stefan hat jetzt etwas quaderförmiges mit schwarzen Dicks umwickelt in der Hand, aus dem ein Kabel raushängt. Genau. Damit spielt er herum und das Ganze schaut sehr nach Selbstmordattentäter aus. Na, das ist harmlos. Wenn man es noch genauer anschaut, sieht man, dass da 4 Zellen drinnen sind, die jetzt eben wirklich nur mehr mit Dixo-Band zusammengehalten werden. Aber es ist auch original, hält es genauso mit Dixo zusammen. Weil ich habe halt reingeschaut, weil ich wissen wollte, was das eigentlich genau ist. Und im Prinzip sind das 4 gleichartige Zellen, und zwar 18650er, daher die Referenz am Anfang. Mhm. Also das sind nicht A-Zellen oder AA oder C oder so, sondern die heißen als Standard 18650. Die haben als Charakteristik, dass sie 3,8 Volt haben.
Nennspannung und Kapazitäten so bis zu 3500 mAh bei diesen 3,8 Volt. Sind das jetzt die etwas längeren als die AA oder etwas kürzeren? Die sind länger. Okay, und das sind also nicht zwei, sondern eins. Ich das ist die eine, nicht. Also vier nebeneinander, mhm. wovon immer zwei in Serie geschaltet werden. Damit landest du also parallel. Knapp unter 8 Volt. Mhm. Und dann zwei wieder parallel dazu, damit du ordentlich Leistung auch zusammenbringst bei dem Ding. Also knapp 8 Volt. Aufladen tust du das mit 8,4 Volt, das du reinschickst bei dem Kabel, das da dranhängt. Und das gleiche Kabel ist dann auch wieder zur Abgabe, wenn du es an die Lampe drankoppelst. Und das sind halt, also das war eine relativ billige Lampe und da spart man, nachdem da die LED standardisiert war, also hat man explizit eine Lampe mit genau einer LED-Type gekauft, also an der LED konnten sie nicht wirklich sparen, darum spart man dann halt am Akku und der wird dann halt im Laufe der Zeit schneller schlecht, als wenn man Qualitätsakkus kauft. Naja, habe ich halt geschaut, wie das jetzt aussieht, kriegt man die Zellen nach und wie ist diese ganze Sache. Und das ist bei diesen 18650er Akkus doch deutlich trickier als bei den Batterien oder Akkus, wie man es gewohnt ist, weil das sind Lithium-Ionen-Akkus. Das heißt, da muss man beim Aufladen aufpassen. Dass nicht zu heiß werden? Oder? Dass man nicht sie überlädt, weil sonst würden sie zu heiß werden und könnten explodieren dann haben. Deswegen haben die auch eine kleine elektronische Schaltung da drinnen. Also da ist so eine kleine Platine, die dafür sorgt, dass das Zeug nicht überladen wird. Mhm. Die Akkus selber haben keinerlei Schutz. Also die könnte man zu lang laden und auf die Art und Weise dann zerstören. Und wenn man jetzt im Internet solche Dinge nachkaufen will, dann kann man relativ schnell lernen, dass es zwei Arten von denen gibt. Nämlich ungeschützte, solche wie die hier, und geschützte. Und die geschützten sind ein bisschen dicker und um gut 5 mm länger. Und die hier haben auch keine ausgeprägte Polstruktur. Also die sind auf beiden Enden ziemlich flach, während die Geschützten haben so einen Muggel auf dem Plus, wie man es gewohnt ist von einer Batterie. Also die schauen auch optisch ein bisschen anders aus und die würden auch da gar nicht reinpassen, weil es dann im Prinzip länger ist, beziehungsweise wenn man sehr Gehäuse dafür kauft. Also man muss darauf achten, ob man ungeschützte oder geschützte haben will. Also sprich, hat man Elektronik davor, die dafür sorgt, dass nicht überladen wird, oder hat man die nicht. Wie auch immer, ich wollte das Ding ersetzen, weil das wird es nicht mehr lang tun. Und ich habe dann gefunden, das fand ich ganz nett, es gibt im Prinzip ein Gehäuse für die geschützten, also für die längeren, größeren Teile, die noch zusätzlich eine Schaltung eingebaut haben, sodass man auch ablesen kann den momentanen Akkustand und wo man dann vier einzelne Geschützte hineingeben kann, die man damit dann auch wieder einzeln tauschen kann. Also man kann das wirklich durch den Akkupack durch vier Einzelzellen dann ersetzen und auf die Art und Weise auch gute hineingeben und oder zwei Sätze sich kaufen und die abwechselnd laden. Also das kriegt man im Internet, wenn man danach sucht. Das ist und der Story. Sinn von dem ist, dass du das ans Fahrrad tust, um dein Licht damit zu... Genau, das ist der Akku fürs Licht und der Haken ist eben, dass die so schlecht sind, dass sie jetzt noch 20, 30 Mal aufladen, vielleicht noch ein Drittel oder Viertel der ursprünglichen Kapazität haben. Das ist der Nachteil eben von so schlechten Akkus. Und warum hast du kein so Fahrraddynamo? Der den habe ich auch, aber das ist mit dem Licht nicht kompatibel, weil der würde die 8 Volt und die Leistung nicht zusammenbringen. Mir fällt eine Möglichkeit noch ein, aber das wäre dann eine ganz andere Konstruktion und das würde wahrscheinlich auch nicht mehr in dein Täschchen reinpassen. Und zwar, wie heißen nochmal, Zink-Akkus? Zinkkohle? Nein, das ist nicht Zinkkohle. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, das ist nicht Zink. Irgendwas mit Zink. Die haben 1,6 Volt und lassen sich aufladen. Man braucht aber wieder ein spezielles Ladegerät dafür. Auch für die Akkus braucht man, wenn man es in ein Ladegerät auflädt, auch ein spezielles Ladegerät. Eben, weil es ganz andere Nennspannung ist. Nicht? Also wir reden von, was habe ich gesagt, 3,8. Also 3,8 und etwas unter 8. Ja. Also ja, ich habe die Zink-Akkus für mein Fahrradlicht und dafür brauche ich auch ein spezielles Ladegerät. Also das Blöde ist halt, die meisten Lampen gehen von Batterien aus. Ich glaube, das ist auch pure Absicht, dass die von Batterien ausgehen, weil die haben ja 1,5 Volt. Akkus sind da sofort drin leer, also NIM-Akkus, Cadmium-Akkus, die sind sofort leer, weil sie nur 1,2 Volt Spannung generell haben. Das heißt also, das Licht geht ziemlich schnell aus, obwohl die eigentlich gar nicht so leer sind. Und dann muss man immer auf diese Spezialakkus, wie zum Beispiel Zink, irgendwas mit Zink war es.
zurückgreifen, die dann mehr als nur 1,2 Volt haben, eben zum Beispiel 1,6. Und das habe ich mir dann angeschafft und ja, sie halten auch ein bisschen länger als normale Batterien. Das habe ich dann auch gelernt bei diesen Akkupacks, warum die manchmal früher ausgehen, als man glaubt, wenn man dann misst, warum da noch Spannung ist. Weil die Schutzschaltung davor abschaltet, dass sie nicht, das überhitzen. Dass sie nicht unter gewisse Entspannung drunter fallen, dass man sie nicht kaputt macht beim Entladen. Ja. Okay. Also diese Schaltungen, die ich habe bei dem anderen, die schaltet unter 5 Volt ab. Also, Die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Genau. Okay. Genau, darum wird dann beinhart abgeriegelt. Das merkt man, wenn man es am Fahrrad drauf hat, dass es zuerst noch relativ okay leuchtet und dann ist es einfach aus. Also es glimmt nicht, sondern es ist dann wirklich einfach aus. Klingt nicht besonders zuverlässig. Nein. Da also, muss man eben dann Ersatzakkus mit haben. Sind NIM-Akkus und dergleichen dann schon wesentlich angenehmer. Was ganz hübsch wieder dran ist an diesem anderen Akkupack ist, dass der eben ein bisschen Elektronik drinnen hat und auf die Art und Weise auch ein USB-Ladegerät ermöglicht. Also du kannst nicht nur einen Fahrradakku dranhängen, sondern kannst nebenbei auch dein Handy dranhängen am Fahrrad und das während du fährst aufladen dabei. Also das geht auch. Ich komme mir gerade völlig under-equipped vor. Und dein Hamster in seinem Hamsterradl läuft ohne, einfach nur so sinnlos radeln? Hat der kein Dynamo? Der Mensch hat zwei Hamsterräder. ich hab so Drehkraftverstärkungshamster. So eine Fahrradbeleuchtung mit Vorder- und Rück für 12 Euro, glaube ich. Und da steckt man Akkus rein. Okay, gut. Schaut jetzt schon, also das, was du hast, Stefan, das macht schon mehr her. Also Hamster am Fahrrad, der wird aber auch was hier machen. Ja, bei mir laufen die Hamster in den Felgen. Ja, wir sind nicht mehr viel drin. Der Ayran erfreut sich großer Bild. Ja, das ist eine nette Sache. Kennt ihr den Kerkri Twitter-Account? Kerkri? K-E-R-C-I-H-R-I. Nein. Steht für Kern Christian. Ja, ist das vom neuen Bundeskanzler? Ist der Name unseres Bundeskanzlers. Okay, das ist vielleicht ein satirischer Account, vermute ich mal. Wenn man schaut, wie lange er zurückgeht. Wenn man schaut, er hat bisher, glaube ich, 15 Tweets abgesendet. Und es ist dann die Diskussion eben entstanden auf Twitter, ist der Account echt oder nicht? Woraufhin, es ist keinerlei Satire in den Tweets drin, also keine erkennbare Satire. Mhm. Es bleibt aber trotzdem die Frage, ob er echt ist oder nicht. Der Account ist nicht verifiziert, obwohl er 3800 Follower aufgerissen hat mit den 15 Tweets, die er hat. Und dann gibt es noch so lustige Nebengeschichten, wie dass der Wolf vom ORF gemeint hat, ja, der Account ist echt, der verbürgt sich dafür. Was? Okay. Habe ich mir gedacht, naja, dann wollen wir doch einmal ein bisschen einen Twitter-Hack machen. Und ich habe auf eine Diskussion, wo dieser Account mit dem Poschowski, den du zuerst genannt hast, diskutieren, ob er echt ist oder nicht, darauf geantwortet, naja, wir sind in einer Demokratie, entscheiden wir es doch einfach durch eine Umfrage. Und normalerweise, ich habe ja kaum Follower auf Twitter, normalerweise sind meine Antworten so, dass ich vielleicht 3 Retweets kriege oder irgend sowas. Und da habe ich es jetzt immerhin, dass 37 Leute an meiner Umfrage bislang teilgenommen haben. Und der aktuelle Zwischenstand war, 67% glauben, dass der Account echt ist, 13% glauben, dass der Account nicht echt ist und 20% meinen, es ist ihnen wurscht. Falls unsere Hörer da noch was dazu beitragen haben, das läuft noch 5 Tage, also wenn wir es rechtzeitig rausbringen, könnten dann Leute noch abstimmen und wir können dann... Das war eine Twitter-Umfrage oder hast du das ein externes Tool verwendet? Nein, das ist im Twitter, einfach eine Umfrage drinnen und dann werden wir schauen, ob er echt ist oder nicht. Ja. Das können wir ja schließlich demokratisch entscheiden. Ja, na klar. Bietet sich an bei dem Thema. Sagen wir mal so, der Account ist echt. Die Frage der Account ist nicht, wer ist die Person dahinter? Cool. Ja, kommen wir zum schöner Leiden oder Leben. Ich habe noch was kurzes Politisches. Noch technisch. Ach so, politisch.
Also Schöne Leiden. Schöne Leiden, ja, naja. Ja, ja, rein. Ja, nicht gerade schön. Jetzt, wo wir gerade beim Kern waren. Ich war am Freitag auf einer Mahnwache für Saudi-Arabien. Da ist ein, also stimmt, nicht nur ein Blogger eingesperrt, sondern mehrere. Mhm. Und es war eine Mahnwache eben von den Grünen organisiert mit Leo Lukas, Kabarettist, hat gelesen aus einem Buch von dem Blogger. Name wird verlinkt und wir haben dann alle so Fotos hochgehalten für die Fotografen. Es war so ein typischer Vormittags-Demo-Termin, wo nicht viele Leute kommen, sondern was man halt für die Presse macht, weil die normalen Leute vormittags arbeiten. Und was es wurden dann aber verlesen eben Briefe von dessen Frau und halt Neuigkeiten erzählt. Und unter anderem ist so, dass in Saudi-Arabien, also er ist eingesperrt worden für zu frech bloggen. Also er hat irgendwie gemeint, dass auch Leute, die nicht Moslems sind, halt ein Existenzrecht haben, mehr oder weniger. Also er hat das Dogma in Frage gestellt. Und er wurde dann verteidigt von einem Anwalt, der für ihn in Berufung gegangen ist, weil er wäre zu, dass ich es jetzt richtig sage, 6 Jahren verurteilt worden. Und weil er dann in Berufung gegangen ist, ist die Strafe erhöht worden auf 10 Jahre und den Anwalt haben sie auch eingesperrt. Also, Okay. Ja, nicht nur eingesperrt, sondern auch zu 1000 Peitschenhieben verurteilt. Wobei fraglich ist, ob er die überlebt, weil er jetzt schon. Also er war in einem Hungerstreik, dann hat er jetzt wieder aufgehört, aber er hat diverse Krankheitsprobleme und ja, also typisch Länder mit nicht sehr demokratischen Strukturen. Und das Ganze hat natürlich auch eine innenpolitische Komponente, weil ja große Teile der österreichischen Bundesregierung auch involviert sind in dieses saudi-arabischen Kulturzentrum. Das ist, glaube ich, eine Ex-Ministerin, ist da Vorsitzende, Justizministerin. Und es gibt natürlich, Österreich exportiert ja auch genug nach Saudi-Arabien und ist da immer gute Beziehungen bemüht und so. Das spannt sich dann natürlich. Ja, ich meine, für Leute wie unser eins spannt sich's. Was du an der Regierung bist oder einen Exportauftrag hast, spannt sich's nicht. Weniger, ne? Ja. Aber was ich nur sagen kann, was ich auch nicht gewusst habe, was mich ein bisschen beschämt hat, durch in der Tweet oder Presse, Facebook-Aufruf oder so, diese Mahnwachen sind weltweit, also immer vor, nicht nur in Wien, und jeden Freitag, also zumindest in Wien angeblich jeden Freitag, jetzt schon ziemlich lang, also man könnte, es macht schon Sinn, wenn man versucht, einen politischen Druck aufzubauen, halt bei sowas mitzumachen. Und wenn man Zeit hat, freitags Vormittag. Ja. Werden wir verlinken auch. Ja, wird auf jeden Fall verlinkt und ich werde mich halt bemühen, da öfter hingehen. Mhm. Du hast was schöner Leidensmäßiges. Auch schöner Leiden. Ja. Nicht politisch, sondern in anderer Hinsicht. Und zwar geht es um ein Hotel in Los Angeles. Das wurde in den 1920ern gebaut. 1947 ist dort die Black Dahlia untergekommen, also hat dort drin gewohnt. Das ist eine Schauspielerin, okay. Vorname Elizabeth, Nachnamen habe ich vergessen. Mhm. Die hat dort drin gewohnt und wurde kurze Zeit später oder während sie dort wohnte ermordet, allerdings nicht im Hotel, sondern woanders. Mhm. Das ist jetzt noch nicht so unspektakulär. Aber 1985 hat dort ein Richard Ramirez gewohnt. Das ist ein Serienmörder. Mhm. Und Jack Unterweger hat dort 1991 auch gewohnt. Mhm. Kann sein, dass das Hotel einfach billig ist? Oder? Naja, nee, eigentlich gar nicht so günstig. Mhm. Nee. Mhm. Es ist aber durch die Wirtschaftskrise ein bisschen gebeutelt gewesen. Mhm. Ja, also es hatte schon einen kleinen Ruf weg, nachdem Jack Unterweger da drin gewohnt hat. Während er in diesem Hotel gelebt hat, hat er 3 Frauen vergewaltigt und ermordet. Und ich meine, das war sogar im Hotel. Wahnsinn. Also da, in diesem Hotel sind Morde geschehen. So, und jetzt kommt überhaupt das Interessante. Das, was ich bisher erzählt habe, ist eigentlich noch ziemlich uninteressant. 2007 hat es aufgrund dieser Morde sich umbenannt, dieses Hotel. Das hieß vorher Hotel Cecil und jetzt heißt es Stay on Main, also bis heute. Mhm. Und 2013 ist dort eine Kanadierin abgestiegen, Elijah Lamb. Ja. Und die wurde dann vermisst. Man hat sie nicht gefunden. Die Polizei hat das ganze Hotel durchsucht, bis auf die Zimmer. Die durfte es nicht durchsuchen, weil da drin sogar Langzeit welche gemietet hatten. Mhm. Und Wochen später, im Februar 2013, haben sie dann ihre Leiche im Wassertank auf dem Dach gefunden.
Ja. Ich habe die Geschichte, es gibt eine Hoxilla-Folge darüber, Podcast Hoxilla, die solche Phänomene beschreibt. Ah, okay. Und da gibt es eine Folge darüber. Das ist mir komplett entgangen. Ich dachte mir gerade, das klingt so in die Richtung Hoxilla oder so, aber die Folge, die ist mir an mir vorbeigegangen. Okay. So, und jetzt kommt es. Es gibt einen Film, Dark Water, wo genau das verfilmt wurde, so etwas. Okay. Also nicht ganz ähnlich. Sondern nur ähnlich. Es geht da um eine Frau, die mit ihrer Tochter in einem Hotel wohnt, das so ähnlich heißt wie die Black Dahlia, also Elizabeth mit Vornamen und Elijah, glaube ich, mit Nachnamen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mhm. Auf jeden Fall eine Kombination aus dem Mord von 1947 und der Elijah Lam. Okay. Ja. Ein aktueller Film? Nein, das nicht. Der Film stammt von 2005. Aha. Das ist das wirklich Interessante. Also davor. Dark Water wurde 2005 gedreht und 2013 ist das erst geschehen. Und das, creepy, ja. Ja. Interessant ist auch, damals gab es ein Video, das die Polizei von der Elijah Lam veröffentlicht hat, wo sie im Hotel, im Lift aufgebracht herumlief. Die hatte eine bipolare Störung, also manische Depression würde man das auch nennen. Daher weiß man nicht ganz genau, ja, was ist jetzt, was hat die da jetzt in dem Lift? Hat die wirklich Angst oder ist das nur gerade ein Symptom ihrer Störung? Man weiß nicht genau. Und in diesen Tank, in diesen Wassertank kommt man auch nicht so einfach rein. Das muss jemand anderes eigentlich getan haben. Es wurde jetzt allerdings als es wurde jetzt sozusagen als Unfall oder Selbstmord von der Polizei deklariert. Aber es, also meiner Meinung nach sieht das eher nach Mord aus. Aber okay, ich kenne die Umstände dort nicht mehr. Es gibt auf jeden Fall, die Geschichte gibt her für Spekulationen und so. Ist schon unheimlich genug. Ja? Das Interessante, wie ich darauf komme, meine Freundin hat vor einem Jahr oder so diese Geschichte gehört und möchte jetzt eine Tour durch Amerika machen. Hat sich eine Tour herausgesucht, muss aber eine Nacht vorher schon in L.A. übernachten und war im Reisebüro und die machen das wohl so, dass sie dann Hotels heraussuchen und sie haben halt das Stay on Main Hotel herausgesucht für sie und haben mir ein Bild gezeigt und dann hat sie sich nur gedacht, Moment mal, dieses Hotel kenne ich. Sie hat es aber nicht aber angenommen, unter oder? Hotel Cecil. Jetzt braucht man noch so. Das weiß ich nicht. Echt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob jetzt meine Freundin in dem Hotel übernachtet oder nicht, weil während wir jetzt gerade das aufnehmen, bucht sie wahrscheinlich die Reise. Will ich nicht. Ich träume mich jetzt schon schlecht. Ja, naja. Ja, arge Geschichte. Jetzt noch creepy Stories. Ja, jetzt mal gerade hin. Also, ich war in Irland auf Urlaub, habe dort mit Freunden ein Hausboot gemietet. Wir sind zwei Wochen Hausboot und dann noch zwei Wochen so Bed and Breakfast herumgefahren und am letzten Tag dann das Auto zurückgegeben in Enniskillen, wo wir es ausgeborgt hatten. Und dann haben wir dort übernachtet im Hotel und sind dann heimgeflogen und zwei Wochen später ist das Hotel in die Luft geflogen. Oje. Also wer wissen will, wann ich in Enniskillen war, braucht nur recherchieren, wann das war. Mhm. Du hast dort nicht Akkus liegen lassen. Ich habe keine Akkus liegen lassen, nein. Es ist auch so, dass ich mal mit dem Transrapid gefahren bin in Norddeutschland. Das war dieser Versuchszug für Magnetschwebetechnik. Wer wissen will, wann ich da war, das war ungefähr zwei Wochen, bevor der Zug dort seinen Unfall hatte. Also, ja, so creepy Geschichten passieren. Also ich sollte nirgendwo sein, wo du zwei Wochen vorher warst. Hi. Beim Biertaucher Podcast bist du jetzt schon länger, ne? Das stimmt. Ich verbiete dir jetzt zwei Wochen nicht zu kommen. Ja, ja.
Ach so, so funktioniert das, sobald der Stefan dann zwei Wochen weg ist. Wenn er also in einer Woche weg ist, dann sollten wir in der nächsten Woche darauf dann lieber nicht da sein, um sicher zu gehen, falls er auch nicht kommt. Ja, ich habe ja wieder Rollen gespielt und auch in einem unheimlichen Kontext, weil Call of Cthulhu, das ist basierend auf dem H.P. Lovecraft-Universum, das heißt, da geht es um auch übernatürliche Dinge und um Monster trifft man dort und dort gibt es auch das Konzept, das schöne Konzept der Sanity Points, das ist die geistige Gesundheit. Die und abnimmt. Man sollte sich während dem Rollenspiel gut überlegen, ob man in die Pathologie, ob man sich da wirklich alles so genau anschaut oder in irgendwelche Akten reinschaut, weil da wird man ganz schnell gaga, wenn man da nicht aufpasst. Ja. Wir hatten eine Spielleiterin, großartig, die macht das immer sehr gut, die hat sich spezialisiert auf dieses System und leitet das immer. Ich bin dort Privatschnüffler, Rex van der Bö, habe einen Hang zur Kleptomanie, damit treibe ich alle in den Wahnsinn, weil ich in jeder Szene dann anmerke, aber bevor wir gehen, nehme ich noch einen Kaffeelöffel mit und ich bin doch halt Kleptomane und so. Mir ist es aber leider selten gelungen. Meistens haben mich die anderen gesehen und dann lasse ich es liegen, weil das macht keinen Spaß, als Kleptomane, wenn das dann entdeckt wird. Ach so, ich dachte, du klaust dann vielleicht so Gadgets, die man brauchen kann. Nein, ich habe meist Aschenbecher oder Kaffeelöffel. Was kostet ein Liter Eiran zur Zeit? Ja, genau. Keine Ahnung, was ich das sagen. Ja, also ich kann ihn nicht sagen. Eröffnungsangebot. Genau. Ja, und haben wir gespielt und das macht immer wieder großen Spaß. Und warum ich das eigentlich erzähle, ist, weil es war letzte Woche, ich denke, war es Samstag oder Freitag, ich bin mir nicht mehr sicher, aber war der Free RPG-Tag. Das ist so analog zum Free Comic Day. Da kann man in Geschäfte reingehen, die Rollenspiele verkaufen und ist quasi eigentlich eine Werbeaktion der Rollenspielindustrie. Und dort liegen dann Sachen auf für Rollenspieler, die man sich dann so gratis mitnehmen kann. Und das ist nicht unnett. Also ich bin da gleich, mein Lieblingsgeschäft ist der Planetary. Das ist in der Otto-Bauer-Gasse ein Geschäft. Ganz klein, aber sehr, sehr man muss dazu sagen, du wohnst ja überhaupt im Nerdzentrum Wiens. Da tut sich einiges. Da kann ich mich nicht beschweren. Ja. Also das Ranch und dann gibt es noch in der Banabitengasse dieses Comic-Treff, glaube ich, heißt es oder so. Also da gibt es echt einiges. Und das Schöne in RPG Day ist, dass sie dort... das habe ich nämlich nicht gewusst, dass es dieses Konzept überhaupt gibt. Du kannst Quick-Start-Sets dort dir mitnehmen. Das sind eigentlich von großen Rollenspielsystemen dünne Heftchen. Und darin sind enthalten die aller notwendigsten Regeln. Also nicht alles, sondern nur so... Zum Reinkommen. Und ein Abenteuer. Das heißt, man kann das Heft nehmen, durchlesen und loslegen. Außerdem haben wir Bleistifte noch mitbekommen. Und es ratet sich dann... es ist dann auch gut, wenn man bei solchen Tagen relativ früh dann dort auftaucht. Das waren wir natürlich nicht, wir waren spät dran, aber dann ist auch noch mehr dort. Also bei uns war schon ziemlich leer geglaubt. Ja. Und was ich aber mitgenommen habe, weil bei uns gibt es immer wieder auch neben also Call of Cthulhu oder das Warhammer, das sind halt dann schon größere Abenteuer, die gehen über mehrere Abende, aber will ja nicht immer derselbe oder dieselbe Spielleiter sein und dann bieten sich so One-Shots, nennen wir es irgendwie so, ein Abend füllende Abenteuer an, so also von einem System, Abenteuer, ein Abend und dann kann man wieder was anderes spielen, ist nicht so frei. Und ich habe mir da mitgenommen, also eines, da war ich relativ enttäuscht, das ist ein Science-Fiction-Rollenspiel, nennt sich Faith. Ist insofern witzig gewesen, weil das Abenteuer, das drinnen beschrieben wird, in Comicform gezeichnet ist. Was das Negative daran war, man bräuchte dann schon auch die Spielkarten und die müsste man sich kaufen. Was keine zusätzlichen, was ich soweit gesehen habe, Equipment verlangt, und das fand ich sehr lustig, nennt sich das Rollenspielsystem Feng Shui 2. Und basiert auf Hongkong-Action-Movies, so Jackie Chan, diese alten Geschichten und so. Und jeder spielt halt so einen asiatischen Cop und muss dann auch sehr viel mit Martial Arts und so sich durchkloppen, durch die ganzen Fälle und hat dann halt auch so eine Kriminalstory. Und ich glaube, das werde ich mir jetzt durchlesen. Ich habe ja immer so ein bisschen Hang für die abseitigeren Rollenspiele. Ich meine, das letzte Mal habe ich Angel als Spielleiter geführt. Das war auch schon ziemlich abstrakt eigentlich. Und ja, das werde ich
ausprobieren. Aber man kann das im Blick behalten. Es gibt eine eigene Webseite für den Free RPG und wer so ein bisschen reinschnuppern möchte in dieses Thema, dem kann man das durchaus empfehlen, weil da kriegt man einen schönen Querschnitt. Also zum Beispiel, es gibt auch so Klassiker, also das schwarze Auge. The Dark Eye auf Englisch, gibt es auch so Schnellstarterregeln und ein Abenteuer kann man sich da einfach mitnehmen. Eines möchte ich noch erwähnen, glaube ich, da weiß ich nicht den Namen, das können wir aber dann verlinken, das ist auch ganz lustig, da spielt man nämlich mal die andere Seite, nicht so den Abenteurer und den Helden, der gegen die bösen Orks kämpft, sondern man spielt einen Ork, der gegen die Helden kämpft. Sehr gut. Also das ist doch auch mal nett irgendwie so. Hat auch ein ganz schönes Cover, wo so ein Goblin oder so ein Ork irgendwie aus der Torte springt und ja, das ist lustig. An dieser Stelle noch erwähnenswert, es gibt ein Creative Commons lizenziertes RPG-System, das heißt Dungeon Slayers. Okay. Webseite ist, glaube ich, wird aus Deutschland gemacht, Webseite gibt es in Englisch und Deutsch und da kann man sich also diese ganzen Regelwerke runterladen und ausdrucken und wer einen einfachen Einstieg sucht, ist da gut bedient. Das ist ein klassisches Hack and Slay, also man würfelt und Trefferpunkte und so. Und weil das eben frei lizenziert ist, also ich glaube Creative Commons Non-Commercial Lizenz, gibt es dann auch diverse Forks, also so Gamma Slayers und wo sie im Weltraum dann kämpfen oder im Wilden Westen und halt diverse Zusatzregelwerke für Giftmischen und alles Mögliche und natürlich auch so fertige Abenteuer. Mhm. Also wenn man sozusagen ohne, man hat relativ viel Druckkosten, weil wenn du dir so ein Regelwerk zweiseitig ausdruckst, hast du auch so ein halbes Telefonbuch also nachher, aber es ist recht nett, also um einmal in das Ganze reinzukommen. Mhm. Gut, das war's schon. Also so viel zum Free RPG. Die Anna möchte was sagen? Die Anna versucht sich gerade vorzustellen, wie man sich ein Telefonbuch großes Regelwerk ausdruckt, wie man das, indem du kleine Neffen hast, die dich fragen, was das ist und rutsch, druckst es ihnen schon aus. Nein, wie man damit praktisch umgeht während des Spiels. Das ist ja, also da kannst du ja den Obernerd, der sich auskennt. Ja. Es gibt ja für diesen Rollenspielen meistens dann auch so Cheat-Sheets, die ja auch als Sichtschutz fungieren, wo da so die wichtigsten Regeln drauf sind, beispielsweise. Und du brauchst dann im Grunde ja nicht. Das gibt ja wirklich bei solchen Systemen, wie du wieder was schon gemeint hat, Giftmischen oder so, das wird man jetzt nicht am laufenden Band brauchen. Schaust dann halt nach, wenn wirklich einer jetzt auf die Das ist dann quasi bloß ein Nachschlagewerk. Ja, aber du hast schon recht. Also unser Spielleiter von Warhammer, der hat sich jetzt, das war auch so eine Halbspendenaktion irgendwie, so ein von einem anderen Spielleiter ein Komplettpaket gebaut. Das hat er bei uns abgeladen, weil seine Wohnung, hat er gemeint, ist zu klein dafür. Seitdem haben wir könnten eine Bibliothek jetzt da einrichten. Das ist der Wahnsinn. Das ist so eine schiere Menge an Material. Wahnsinn. Okay, aber man muss das nicht vorher alles gelesen haben. Du musst doch, überhaupt der Spielleiter, kleiner Tipp, muss man ganz wenig legen, muss nur den Leuten das Gefühl geben, man hätte Regeln. Achso, genau, ist ja alles im Kopf. Ja, okay. Charisma, viel Charisma haben. Aber ich habe eine perfekte Einstiegsdroge in Nerd-Spiele-Kultur für dich. Ich habe nämlich seit Jahren habe ich beim Meetup so English Board Game Night Vienna und das habe ich immer abonniert, weil ich mir gedacht habe, ja, ich möchte mal englische Brettspiele ausprobieren. Mhm. Und am Sonntag war es soweit, ich habe mich nach Jahren erstmals wirklich dorthin geschleppt, ins Café Tunnel im 8. Bezirk. Ah, das gibt es noch. Ja, das Wahnsinn. Noch. Ich habe genau das immer gedacht. Ist jetzt nicht Raucherlokal. Und ja, und da waren dann wirklich schon mehrere Tische überladen mit diversen sehr exotischen Brettspielen und halt auch so Nerds, wo ich gleich gewusst habe, ihr seid die Boardgame-Typen und so. Und es war vom Publikum dann her, ich glaube, insgesamt waren dann locker so 20 oder noch mehr Leute dort. Also wir haben so vier Tische bespielt und die Hälfte hat Deutsch gesprochen und die andere Hälfte waren aber wirklich Expats, die also ja, die von irgendwo halt in Wien leben, aber jetzt nicht, also die halt primär Englisch reden. Und das war eine sehr nette internationale Atmosphäre. Also ich habe mich gleich so gefühlt wie in so einer Jugendherberge jetzt irgendwo, wo du bei Backpacker bist. Und dann wurde an meinem Tisch dann auch ein extrem super nerdiges Spiel ausgepackt. Und zwar hat das gespielt in diesem Marvel-Universum, also mit diesen Superhelden, X-Men oder so, glaube ich. Und das Ganze war, kommen wir zum Gut, also Titel wird in den Shownotes verlinkt, ich weiß nicht mehr auswendig, es war X-Men oder so. Und das war so eins von diesen Spielen, wo alle, also vier Mitspieler spielen gegen das System, also gegen die Bösen
werden also von allen gezogen. Kooperativ. Also kooperativ. Habe ich gern, ja, prinzipiell. Ja. Und es ist nett, weil man wischt sich dann sozusagen nicht gegenseitig eins aus, sondern die Mitspieler versuchen für dich mitzudenken und sagen, na, mach jetzt den Zug, weil dann haben wir alle eine Chance, das zu gewinnen. Also es geht darum, dass man halt im Kollektiv dann gewinnt. Und natürlich gibt es dann nachher noch eine Punkteauswertung. Ich habe übrigens gewonnen, ich war der Oberkämpfer. Und das Spielprinzip war so, dass also du hast so Superhelden und Superschurken. Ja, und die Schurken werden immer mächtiger durch so Plot-Twist-Karten, die werden dann vorgelesen und so. Und die Superhelden müssen halt gegen die kämpfen und du hast, kriegst so Karten, ganz kompliziert, die werden erst gemischt. Und es gibt zwei Arten von Karten, entweder welche, wo, mit denen du kämpfen kannst, hast du einen Kampfwert drauf, oder welche, mit denen du dir was Besseres kaufen kannst. Also du hast einen Handelswert drauf. Mhm. Und am Anfang hast du halt sehr miese Karten und die Superhelden sind auch eher die Bösen sind auch eher schwächlich und je länger das Spiel dauert, desto stärker werden die Bösewichte und desto gefährlicher wird das, weil die immer näher an ihre Siegbedingungen rücken und du hast aber dann mit der Zeit auch immer mehr Geld und hast dann gewisse Sonderfunktionen, wo du halt Karten abtauschen kannst oder gewisse Spezialfähigkeiten zugreifen kannst, also dein Arsenal an Superhelden, die du in den Kampf führen kannst, verbessert sich. Mhm. Ja. Und so geht es halt reihe um und es war ganz okay. Was halt prinzipiell nicht gelöst ist, du hast ein Brettspiel und einer spielt und einer versucht vielleicht noch irgendeine Regel zu kapieren und die anderen warten halt, bis sie dran sind. Okay, ne? Okay, ja, das, wobei, also dadurch dieses sequentielle Ziehen ist das dann. Genau, aber das hat prinzipiell eh jedes Brettspiel und nur sehr wenige haben, dass du, auch wenn du nicht dran bist, handeln kannst und ein bisschen was tun. Ja. Ein bisschen ist das dadurch, dass man gemeinsam spielt, ist es mehr involvierend, weil du wirklich interessiert bist, was der andere macht, weil der ja auch für dich spielt. Ja. Und sonst muss ich sagen, ganz nett. Ich habe mich dann aber nach dem Spiel verzogen. Also es war mir dann doch ein bisschen zu lang. Also ich war dann schon müde und so. Aber es ist ganz, ganz nett. Also ich kann es nur sehr empfehlen. Ja, es klingt nett. Super. Meetup.com, ja, einfach durchsuchen. English Board Game Night Vienna. Aber gibt es sicher in jeder größeren Stadt. Nice. Und Englisch war halt insofern nett, weil du dadurch an andere Spiele rankommst, die es nicht so gewohnt bist, jetzt als deutschsprachig aufgewachsener. Spannend. Und ja, die Anfangsszene war so, ja, hallo, ich bin der so und so. Ja, mag jemand mein Spiel spielen? Und hat so ein kleines Schachterl hergezeigt mit so chinesischen Mustern drauf und alle, oh, ich kenne da die Regeln nicht. Und man hat schon gemerkt, darf ich sie dir erklären? Also da sind sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr nerdige Typen. Das klingt, als hätte ich Spaß bei sowas. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Aber nein, meetup.com hat es was. Das frage ich mir gleich mal die Meetup-Gruppe an. Sozialen Matchmaking für Nerds. Schön. Das kann ich sehr empfehlen. Mhm. Musiktipp? Ja. Ja. Vom John Cleary, History of New Orleans Piano, ist ein so 10 Minuten YouTube-Clip, wo er vorstellt, ist ein Pianist, der eigentlich aus England stammt und jetzt seit, ich glaube, 15 Jahren in New Orleans lebt, wo er die Musikstile vorstellt, die im Laufe der letzten grob 100 Jahre in New Orleans geprägt worden sind. Cool. Sehr nette Geschichte. Schön. Genau, also mein bisschen, Musik. Ja, New Orleans Musik, ja, das könnte mir auch gefallen. Schicken, dann ja, danke, Stefan, aber in letzter Zeit vergiftest du meine Ohren regelmäßig mit Ohrwürmern und all diesen Dingen. Der Moondog verfolgt mich immer noch, ich habe es mir jetzt gekauft. Ja, super. Der Moondog hat viele gute Nummern. Ja. Das ist der diese Trailer-Musik hier geschrieben hat. Das Birds Lamento, glaube ich. The Birds Lament. Bestimmt hat der das letztes Mal besprochen und ich habe es nicht mitgekriegt. Nein, das haben wir nur auf Twitter getwittert. Ah, okay. Ja, also das vielleicht ist kann man ja, von einer Fernsehsendung, die es mal in Österreich gab, nämlich Trailer. Also das war eine Halbstunden-Sendung in der Kino. Das hat er noch Das war dann Trailer. Was? Trailer war die Kinosendung. Wir haben doch in Bayern, wir haben da in Niederbayern, haben wir österreichisches Fernsehen gekriegt. So, ihr habt es Trailer geguckt. Und da die Anfangsmelodie davon. Die ist The Birds Lament von Moondog. Sein ganzes Album ist im Internet, also auf YouTube, zu hören. Kann man viel hören. Die Geschichte ist auch ganz interessant. War blinder Musiker. Mhm. Aber das ist eigentlich das Einzige, was mir wirklich von ihm gefällt. Also das ist halt der Ohrwurm schlechthin. Muss man schon sagen, ja. Also ich habe mich ja noch nicht ganz durchgehört, aber habe einiges von gehört. Es gibt noch viele, viele gute Nummern, aber das ist irgendwie schon herausragend irgendwie. Ja. Genau, also. Was ich sehr interessant daran finde an dem Stück ist, normalerweise solche Ohrwürmer, wenn man da auf YouTube schaut, findet man 10 Versionen und dann noch 100 Cover-Versions. Und bei dem findet man, glaube ich, 4 Versionen insgesamt. Also, ist nicht so bearbeitet geworden. Ja, das kennen scheinbar wenig Leute. Ja. Es gibt
eine sehr gute Variante von einem Live-Orchester. Ich glaube, die habe ich dir dann auch getwittert. Ja, ja, das genau, sind das ist super. 7 Leute oder so, ein relativ kleines Orchester. Und die spielen es annähernd, finde ich, so gut wie das Original. Mhm. Und halt auch gut arrangiert und so. Ja. Ja, also ich habe bis vor Ding, also bis du mir das getwittert hast, habe ich eigentlich immer nur diese, gibt es eine ein bisschen verdänzte Version, ja, irgendwie. Ja. Und muss aber sagen, dass das Original das noch irgendwie das um Längen schlägt. Ist schon besser, ja. Ja. Verlinkst du wieder in den, ja, Shows. Ja. Das ist schon. Ich habe, wenn wir bei Kunst und Kultur sein, ich habe mal wieder was ausgegraben, was ich alle weiß ich nicht, 2 Jahre oder so wieder neu entdecke. Und zwar, es gibt einen Kabarettisten, der heißt Tim Minchin und der befasst, der ist eigentlich Pianist und vertextet und vertont die Sachen, über die er spricht und ist ein bisschen schräg, aber den kann man schon mögen, wenn man Musik macht. Der macht so ein bisschen jazzige Sachen und er hat was gemacht, das heißt einfach nur Storm. Mhm. Das ist ein 10-minütiges Stück, ein gesprochenes Gedicht mit Klavieruntermalung, mit musikalischer Untermalung. Und er hat da offensichtlich, war das irgendwie so eine Creative Commons ist es nicht. Es gab auf jeden Fall Leute, die dazu einen animierten Film gemacht haben. Und Storm ist, das ist einfach die Geschichte. Er ist eingeladen bei Freunden in London irgendwo und da kommt ein Gast und irgendwie kennt, also die ist aus Höflichkeit eingeladen und die kommt da an und die fängt dann irgendwie an, was mit esoterisch und Zeug und sie ist Schütze und bla und er versucht mit ihr zu diskutieren, dass man das vielleicht irgendwie, dass es für viele Sachen einfach natürliche Erklärungen gibt und sie besteht immer drauf, dass man irgendwelche Sachen nicht erklären kann und er wird immer grantiger und grantiger und das Ganze aber irgendwie eben gereimt und als Sprechgedicht und super schön, wie er ihre Argumente dann immer zerlegt und wie er gleichzeitig mit den anderen, mit dem Gastgeber kommuniziert und mit seiner Frau kommuniziert und es ist einfach, ich habe es mal wieder angehört, ich weiß gar nicht, wie ich wieder drauf gekommen bin, es geht 10 Minuten und es ist, zack, es ist im Nu rum, also wollte ich einfach nochmal, ja, empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob das so irgendwie bekannt ist. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Das heißt eben Storm, weil diese Frau sich Storm nennt. Weil man weiß es nicht. Sie ist ein bisschen schräg drauf. Genau. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Ist ganz schön anzuhören. Aber Tim Minchin an sich, also wenn man so ein bisschen jazziges Kabarett mag, dann ist der sowieso nicht verkehrt. Cool. Zu hören. Jetzt hast du mich wieder an was erinnert, was mich gestern Abend dann schlussendlich ziemlich geflasht hat. Ich habe hier im Podcast schon einmal erwähnt, die Vi Hart. Das ist eine junge Frau, die hat damals, wo ich sie erwähnt habe, noch für die Khan Academy gearbeitet. Also Videos erstellt zur Vermittlung von Lehrinhalten. Und ich habe es damals zitiert mit dem Video Hexaflexagon. Das ist so ein Topologie-Mathematik-Video gewesen, relativ kurz, sehr gut gemacht und sie spricht auch sehr gut dazu, hat auch eine sehr prägnante Stimme und bin jetzt wieder auf sie gestoßen aus 2 Gründen. Das eine ist, und daran hast du mich jetzt gerade erinnert, sie hat ein Video gemacht, wo sie eine halbe Stunde lang Zwölftonmusik erklärt. Sie ist nämlich nicht nur Mathematikerin, sondern auch Musikerin. Sie bezeichnet sich selbst als Mathematician, also eine Mischung aus einer Mathematikerin und einer Musikerin. Und für mich war Zwölftonmusik, da gibt es ja diese eine Geschichte mit dem Reglement, dass alle 12 Töne vorkommen müssen. Und man darf einen Ton, einen Ton, den man als letzten erwähnt hat, darf man noch einmal, aber nicht 2 zurück und so. Also wüstes Regelwerk, wie so ein Musikstück aufgebaut werden muss. Und sie erklärt es und es ist aber trotzdem irgendwie interessant und spannend und schön, was bisher nie so wirklich rübergekommen ist. Also das Video empfehle ich sehr, für wen sich bisher Zwölftonmusik nicht erschlossen hat, könnte durch dieses Video passieren. Also das ist die schöne und Kunstgeschichte. Und die ziemlich tragische Geschichte ist das, was mich gestern geflasht hat. Sie hat das letzte Video, das sie erstellt hat, hat einen etwas tragischen Titel auch, dass sie eigentlich dieses Video gar nicht erstellen will.
Und es ist, entsteht aus der Reflexion über den Mord, der jetzt passiert ist, an einer Sängerin, die hauptsächlich über YouTube berühmt geworden ist. Das ist, glaube ich, vor 2 Wochen oder so gewesen. Junge Frau, die erschossen worden ist. Ungefähr gleiches Alter wie die Weihart. Ungefähr gleich lange Aktivität auf YouTube. Ungefähr gleicher Grad von Berühmtheit. Und wenn man dazu hört, am Anfang denkt man sich noch so ein bisschen, naja, sie zieht es vielleicht ein bisschen sehr an den Haaren herbei, jetzt die Vergleiche. Und naja, es ist halt doch irgendwie eine andere, sie lebt halt sehr mit jetzt scheinbar. Mhm. Und in, also ich habe es im Geiste so ein bisschen herabgetan gefühlt. Ja. Ich habe gedacht, warum, sie steigert sich da jetzt auch so rein. Und es war ziemlich theatralisch. Und dann schwenkt sie ein bisschen um und geht ein bisschen genauer auf die Gründe von so Gewaltverbrechen ein, statistische Untersuchungen, wie das so ist und dass sehr oft es nicht erwiderte Liebe ist. So eine Stalker-Situation. Also im Prinzip so eine Stalker-Situation. Je berühmter du bist, desto und, mehr ziehst du solche Leute. Und wo sie an. Das dann genauer ausargumentiert, schwenkt sie um. Am Anfang hat sie es gemacht, sie ist so ein, es ist nicht unbedingt Sketchnoting, was sie sonst macht in ihren Videos, aber so ein ähnliches Konzept. Es ist sehr wesentlich die Sprache, es ist aber auch sehr wesentlich Schrift und Zeichnen bei ihr. Also es ist so eine eigene Form, die sie sich da erarbeitet hat. Und wie sie das so genau erklärt, diese Geschichte, schwenkt sie plötzlich um auf ihren Monitor und auf ihrem Monitor sieht man dann die Liste der Mails, die sie gekriegt hat, die sie in einem Folder gesammelt hat. Will You Marry Me im Großen und Ganzen immer als Titel und sie scrollt dadurch, während sie das erklärt und es kommen also so etwa 200-300 Mails an sie vorbei, wo sie eben die ganze Zeit gestalkt worden ist, innerhalb weniger Tage. Also das, was ich am Anfang gedacht habe, dass das ein überzogener Vergleich ist, hat sich dann für mich sehr drastisch herausgestellt, dass das ziemlich gut alles trifft. Und wenn ich mir vorstelle, dann in dieser Rolle zu sein, wüsste ich nicht, wie ich damit umgehen könnte. Und sie geht jetzt damit um, indem sie es publiziert hat, worüber sie nie gesprochen hat oder geschrieben hat oder publiziert hat früher. Und sie hat es jetzt in Form dieses Videos gemacht. Hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Und drauf jetzt, ja. Ja, ja, vor allem, du denkst es ja in dem Moment erstmal gar nicht. Das ist ja, weil es ja eigentlich bloß auf YouTube ist. Aber bloß auf YouTube ist ja schon lange nicht mehr so. Ne? Ja. Das ist ja. Das ist auch ein Thema, was du da gerade sagst. Nicht dieses, das ist genauso jetzt Welt und es ist genauso bedrohlich mittlerweile. Und nur weil jemand dich auf YouTube verfolgt, heißt noch nicht, dass er dich nicht auch dann nachher mal in der Realwelt verfolgen wird. Nicht? Also, man kann Leute herausrecherchieren und man kann auch sie sicher herausrecherchieren und jeden von uns. Nicht? Also das ist, kaum jemand hat seine Online-Persona so konsequent gebaut, dass er nicht oder sie nicht recherchierbar wäre. Es gibt schon zu viele Flanken. Ja, ja, und vor allem, wenn du auf YouTube anfängst, irgendwelche Videos zu machen, dann denkst du ja nicht, dass du irgendwann so berühmt bist, dass du nicht mehr auffindbar sein möchtest, weil du irgendwelche durchgeknallten Fans hast oder so. Ja, klar. Allerdings muss man auch umgekehrt sagen, nur weil jemand so eine E-Mail schreibt, heißt das noch lange nicht, dass er sich umbringen wird. Das muss man auch hinzufügen. Ja, sie lebt auch, ja. Sie lebt ja noch, nicht? Könnte man dann als nicht nur noch, sondern das ist. Ich denke nicht, dass es so wahrscheinlich ist. Die Wahrscheinlichkeit ist schon. Aber warum gering, machen. Aber möglich. Warum machen das so Leute dann überhaupt nicht? Warum überhaupt stalken? Was soll das nicht? Die Wahrscheinlichkeit das ist ja noch kein halt Stalken. Mit der das Menge ist eine E-Mail. Das ist eine aufdringliche E-Mail, aber es ist noch kein Stalken. 300 davon? Von demselben Typen? Oder? Das ist nicht ganz klar. Eben, genau. Wenn es fair aber viele es sind. Es haben fast alle das gleiche Subject. Also. Okay. Ja, das sind halt einfallslose Menschen. Ja. Also wenn das nicht geklärt ist, könnte man sagen, es sind einfallslose Menschen. Oder wenn es immer derselbe Typ ist, okay, ja, dann ist es auf jeden Fall bedenklich. Ja. Schwer bedenklich, die Geschichte. Da kann ich verstehen, wenn jemand Angst bekommt. Ja, definitiv. Absolut. Ja. Absolut. Es gibt zu dem Thema jetzt, glaube ich, gerade vom Kurier so eine Online-Sache mit, also über Gewalt gegen Frauen, also in speziell bei Reporterinnen, was die für Zuschriften kriegen, total arge Sachen. Ja, also Gewalt im Netz wird jetzt ein bisschen mehr thematisiert, als es früher war.
Und ja, ich sehe nicht momentan, wie es was ändert, aber werden wir sehen. Vielleicht gibt es ein bisschen mehr Bewusstsein dazu. Ich habe einen Film zum Thema Gewalt. Ich war im Kino, diese Nice Guys. Das hast du angeschaut, gell? Mit Kurt Russell und dem Ryan Rosling. Ich wurde verzerrt. Ja, es ist irgendwie schaut ein bisschen nicht so nach deinem Beuteschema aus. Es war nicht ganz meins, nein. Hintergrund, also man sieht Kurt Russell, der spielt seinen Schläger vor Hire, also so einen eher brutalen Typ, und einen relativ unfähigen Privatdetektiv hat er halt als Partner, und die geraten sich erst in die Haare. Der ganze Film fängt damit an, dass er ihm den Arm bricht und ihm halt so vertrischt, weil der irgendwie die falschen Leute hinterher schnüffelt, und am Schluss durch eine relativ komplizierte Plotstory werden sie dann zusammengeworfen und müssen kooperieren, also eigentlich eh schon ziemlich bald am Anfang vom Film, und versuchen dann halt gemeinsam einen Fall zu lösen und kommen da einer großen Verschwörung auf die Spur. Das Ganze spielt in den 70er Jahren. Mhm. Es geht um die Autoindustrie in Detroit. Also sehr auffällig, viele der Bösen sind Schwarzafrikaner, und in den Lokalen wird natürlich geraucht und alles so. Darauf wird 70er Jahre, das, ja, das ist authentisch. Details. Und als Dritte im Bunde ist also die Tochter von dem eher seltsamen Privatdetektiv, ist so, will halt auch mitmachen und ihrem Papi zeigen, dass sie da schon mitermitteln kann, und ist unangenehm altklug. Und ja, und ist dann halt so die Süße. Und so. Ja, und es sind ein paar lustige Momente. Allerdings auch mein Kollege, mit dem ich es angeschaut habe, hat gesagt, wenn du die Vorschau gesehen hast, weißt du eigentlich schon. Hast auch schon das Beste im Film gesehen. Ja. Sag nicht zu der Qualität. Ja, was mich, aber ich bin vielleicht zu empfindlich für sowas. Also mich haben zwei Sachen gestört. Also es kommen immer wieder so tolle Partyszenen vor, so 70er Jahre Party und von Filmschauspielern, wo dann alle halt tanzen und Drogen nehmen und so. Und dann wird halt in die Luft geschossen oder irgendeine Rauferei entwickelt sich und einer schießt. Und prinzipiell bei so Schusswaffengebrauch stirbt dann oder sieht man halt irgendeinen komplett Unbeteiligten zusammenbrechen, der einen Querschläger abgefangen hat. Aber das wird eher so als Gag eingebaut. Also ich habe es extrem. Das ist dir sinnlos aufgestoßen. Ja, so also, Gewalt und dann. So, haha, jetzt hat es einen anderen erwischt. Mhm. Und das andere auch diese Szene, dass das sozusagen als Gag eingebaut ist, wie der nette Brutalo dem den Arm bricht, das ist eigentlich eine Folterszene, und die Leute lachen im Publikum sowieso. Ja, wollten sie sich wahrscheinlich so den Nimbus geben von absurd hart. Ja, aber ich hab's nur blöd gefunden. Und dann als Gegenpol das kleine Mädchen, also die Tochter, wenn die dann von irgendeinem ein Bösewicht macht sie fast fertig, und dann wird sie gerettet, und der Bösewicht wird dann gerade umgebracht von dem einen oder anderen, und dann sagt sie, nein, bring ihn nicht um, bla bla, und versucht ihn noch zu retten. Das ist alles ein bisschen sehr mäh. Okay. Und, ja, vielleicht habe ich auch zu viele Filme auf der Bauart schon gesehen, aber keine Ahnung. Also ein paar lustige Szenen schon drinnen, aber sonst eher nicht. Ich würde jetzt keine Empfehlung abgeben. Ja, mich hat schon das Plakat schon so abgeschreckt. Ja, ja. Das ist schon so überverkleidet, 70er. Okay. Ich hätte noch eine Anmerkung dazu, zu dem Film. Ich habe den noch nicht gesehen. Ja. Ich weiß auch noch nicht, ob ich ihn anschauen werde. Aber es ist, glaube ich, derselbe Regisseur oder derselbe Buchautor oder sogar beides wie von Kiss Kiss Bang Bang. Und wer den gesehen hat, der fühlt sich sowieso schon anhand der Erzählungen daran erinnert. Da geht es auch um Filmindustrie, und es passiert ein Mord und es soll aufgedeckt werden. Allerdings nicht ganz so. Wobei jetzt, der eine Privatdetektiv kommt auch gespielt von Val Kilmer. Ah, der Val Kilmer. Mhm. Und der Hauptdarsteller weiß jetzt gar nicht mehr, wer das ist. Das ist eigentlich bekannt, aber ich merke mir den nie. Ja, ich fand Kiss Kiss Bang Bang prinzipiell gut und hat mir gedacht, ich gehe auch noch in The Nice Guys, weil es die Hoffnung, dass er ähnlich ist, aber nicht ganz so ähnlich, aber halt genauso lustig. Ja. Aber klingt nicht so begeistert. Ja, ich glaube, ich werde die nächsten Zeit mal eher auf die Sommerkinos bauen und mir ein paar alte Klassiker anschauen. Beziehungsweise von einem aktuellen Film würde ich mir gerne den Lobster anschauen, aber den habe ich leider versäumt im Kino. Aber das so metaphorisches Kino, das würde ich mir schon, ich glaube, der könnte mir gefallen. Das ist mit Colin Farrell in der Hauptrolle und spielt in so einer alternativen Realität. Ich glaube, da ist so die Prämisse, man muss, wenn man, ach,
erzähle ich das nächste Mal, wenn ich das sinnvoll mache. Ich möchte ja auch ins Kino gehen, da bin ich ja mal gespannt. Aber eigentlich nur, weil der Titel so schräg ist. In Pride and Prejudice and Zombies. Ah ja, genau. Ja, richtig. Twitterst du, bevor du gehst? Das hat schon lange Zeit. ja, okay, kann aber auch sehr spontan sein. Ja, aber ich konnte... Hat sie schon lange vor dem Film, hat sie mir schon die Bücher gegeben mit The Pride and Prejudice and Zombies. Und dann hat es eine weitere Version gegeben, mit 15% mehr Zombies noch drin. Extra Zombies. Ja, keine Ahnung, ich kenne ja dieses Pride and Prejudice, worauf das aufbaut oder auch nicht, das weiß ich gar nicht, wie viel da drin vorkommt, kenne ich ja überhaupt nicht. Also das sagt mir nichts, aber ich finde halt einfach die Idee schön schräg. Ja, total durchgeknallt. Jane Austen ist das ursprünglich, oder? Das, oh ja, genau. Ich glaube schon, genau. Ja. Da gibt es eine Verfilmung mit dem alten Sutherland, mit dem Donald Sutherland und mit der Keira Knightley. Naja. Wir haben noch einen Podcast anzukündigen, oder? Eigentlich. Ja, man kann ihn auch jetzt endlich. Ich mache einen Trommelwirbel. Eiran, Eiran. Okay, Eiranwirbel. Achso, stoßen wir jetzt wieder an. Ich, was? Anna Krieger, was habt ihr anzukündigen? Warum nicht? Ach so. Nein, hau du rein, du kannst das besser beschreiben. Du bist der Urheberin. Ich kann jetzt beschreiben, dass ich nicht nur veröffentlicht habe, sondern auch so, dass man ihn abonnieren kann und runterladen. Das sind ja so Faktoren, die an einem Podcast relativ hilfreich sind. Was ist denn das gelernt, Anna? Was? Gelernt? Wie? Hier? Hast du schon mal einen Podcast? Nein, ich habe das nicht so elegant gemacht mit statischer Seite, so wie der Stefan das macht. Ich habe das ganz bös mit WordPress gemacht, aber es geht. Podlauf-Plugin. Okay, ja. Also hast du jetzt voll eigene alles aufgesetzt. Also du bist jetzt wirklich Podcast-Publisher. Ja, das war ich ja schon vor längerer Zeit mal, bis ich dann nicht mehr war aus Faulheit. Achso, jetzt hast du wieder... Es gibt aber diese Seite noch und ich habe, wenn das jetzt stimmt, was ich... Wenn ich das richtig gemacht habe, dann gibt es sogar einen eigenen Feed. Wenn nicht, sehr dann gibt es den nächsten. Wie heißt der Podcast der und heißt, wie heißt die URL und worum geht's? Der heißt Foto, Foto. Foto, Foto. Der heißt deswegen Foto, Foto. Weil, es gibt eine Nullnummer, da erkläre ich das. Weil es macht mir wahnsinnig, wenn Leute davon reden, dass sie ein Foto eingesteckt haben. Weil wenn sie es nämlich nicht mal schaffen, Fotoapparat zu sagen, dann kann man sich vorstellen, wie egal ihnen das Fotografieren ist. Und mir geht es in dem Podcast darum, Leuten zu vermitteln, wie man Spaß am Fotografieren findet. Und zwar braucht man überhaupt keine Kamera, sondern ich habe ja den Gregor, den haben wir als Opfer auserkoren, den schicke ich immer los, Gregor. sondern da braucht man zum Beispiel einen Gregor und ein Smartphone. Richtig. Okay. Alles das, worum es da gehen soll in dem Podcast, kann man natürlich auch mit einer tollen, sündhaft teuren Spiegelreflexkamera machen. Man kann es aber auch mit dem Smartphone machen. Es ist eher geräteunabhängig. Es ist geräteunabhängig und es geht darum, dass man eben vom Knipsen mit dem Foto wegkommt zum Fotografieren mit der Kamera. Und man kann es guten Gewissens sagen, dass in den heutigen Smartphones einfach schon Kameras drin sind. Also das ist meine erste Digitalkamera. Die URL vom Podcast, sagst du dir? Ach, eine URL braucht man auch noch, gell? Hast du noch nicht? Doch, die heißt namenlos.media. Punkt? Media. Also Media ist schon die Top-Level. Ja, genau. Namenlos.media. Namenlos.media. Und da gibt es dann einen Abonnieren-Knopf, weil das ist alles mit dem Podcast. Und wie viele Folgen hast du jetzt schon gemacht? Es gibt eine Nullnummer, die das erklärt und dann gibt es 3 Folgen. Und der Plan ist, lieber Gregor, das weißt du noch gar nicht, der Plan ist, dass wir monatlich 3 Folgen rausbringen, die aber, und zwar immer 3 Folgen, deswegen 3 Folgen, immer an 3 hintereinander folgenden Tagen, also Freitag, Samstag, Sonntag, dass man, wenn man schon mal sich mit Fotografieren befasst, dass man das an 3 Tagen hintereinander machen kann, einmal im Monat. Genau. Ja, und es macht total viel Spaß. Gregor, du kriegst da Aufträge von einer geheimnisvollen Auftraggeberin? Der Podcast, du hörst so Podcast und dann drehen sie sich jetzt nach links. Im zwanglosen Zweigespräch oder so. Aha, ich bin ja wirklich komplett
Noob in Sachen Fotografie, also in Sachen Motiv und Ding und Knipsen habe ich mich davor einfach null auseinandergesetzt. Also außer vielleicht mit Twitter oder wenn ich mir selber was abfotografiere oder so. Und da wird pro Folge immer so ein, zwei Themenkreise erklärt mir die Anna irgendwie und ich frage ja noch nach, wenn ich was nicht verstehe und es gibt dann noch Hausaufgaben. Und das habe ich mir eh auch noch vorgenommen. Ich habe dann auch schon, ich habe schon Fotos dann gemacht anhand dieser Aufgaben. Und die werde ich dann veröffentlichen. Aber die würde ich gerne dazufügen. Nein, die habe ich noch nicht. Ja, und ich habe selber auch welche gemacht. Das werde ich jetzt alles demnächst im Laufe der Woche befüllen noch und vollständigen. Genau, das kann ich machen. Und aber es macht Spaß. Das ist lustig, wenn man von der Anna sozusagen einen Auftrag kriegt und das dann auch wirklich fotografiert. Ja, weil das auch handelbar ist. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass du dich dann stundenlang wo irgendwo hinstellst und dann so das Motiv suchst, sondern das sind so angenehme Daumenregeln, die kann man gut einbauen und das macht man manchmal. Ich tue einfach mal. Aber du hast dazu dein Wohnzimmer verlassen. Ja, extra muss es nicht verlassen. Das ist, also es ist tatsächlich so, man kann auch zu Hause auf dem Sofa sitzen bleiben. Also für manche Motive ja und manches liegt auch am Weg. Also ich muss ja auch hin und wieder meine Wohnung verlassen. Müll runterbringen. Genau. Müllfotografie. Müllfotografie auch, warum nicht? Ja, also Stefans Leute-Bespaßungsidee, wo du Sachen sagst, wo man dann mit dem Radl hinfahren muss, klingt anstrengender. Ja, aber ich finde es ja eigentlich ganz lustig. Ich habe mir selber jetzt unabhängig von dem Podcast eine neue Foto-Challenge gestellt. Und zwar, dass ich täglich ein Foto mache in schwarz-weiß und quadratisch. Und stelle da auch fest, dass es manchmal, man muss manchmal nicht unbedingt rausgehen zum Fotografieren. Und vor allem, wenn man dann nachts irgendwie um 11:55 einfällt, dass ich jetzt fotografieren möchte, dann kommt man auf Ideen, Sachen zu fotografieren, wo man sich hinterher denkt, ach, das schaut ja eigentlich irgendwie ganz spannend aus. So. Aber da fotografiert man dann auch Haushaltsgegenstände. Ja, und veröffentlichst du diese Fotos auch schon wo? Oder liegen die auf deiner Festplatte ungesichtet? Noch nicht. Ich bin noch am Überlegen, wie ich die veröffentliche. Ich plädiere für eine freie Lizenz, damit ich sie dann Gutschein anstellen kann. Ja. Ja, mit Sicherheit und wahrscheinlich auf meinem Fotoblog, was ich total vernachlässigt habe. Du hast einen Fotoblog? Ich habe einen Fotoblog, ja. Da habe ich aber schon lange nichts mehr veröffentlicht. Ja. Und deswegen wollte ich sagen, jetzt für diese Aufgaben oder für diese Sachen dort zum Üben, man muss nicht unbedingt rausgehen, aber man kann natürlich, es bietet sich an. Und was nimmt ihr so beispielhaft durch? Ein paar Schlagworte? Muss ja nicht erklären, sondern nur Schlagworte, was vorkommt? Es gibt Beispiel. Verschiedene Möglichkeiten, ein Bild aufzuteilen. Und zwar gibt es, was haben wir denn letztens gemacht? In der ersten Folge kann man zum Beispiel mal sagen, man kann sich ja so ein Gitter drauf projizieren lassen auf seinem Foto, genau richtig. Motiv nicht ganz mittig setzt, sondern ein bisschen immer daneben. Und dann erstens daneben und zweitens immer auf einen Schnittpunkt des Gitters. Also nicht in einem Kasten drinnen, sondern Ding. Das habe ich so als erste Aufgabe beispielsweise gemacht. Also dann kann man sich ganz einfach halten. Und ich habe bis jetzt, glaube ich, dieses Gitter einfach auch schon noch nie aktiviert gehabt auf meiner Fotokamera, also auf meinem Smartphone her. Also. Ich wüsste gar nicht, dass das gibt. Ich muss mal mein Smartphone kontrollieren. Bei mir war es voreingestellt, aber das kann man sich bei den meisten Smartphones einstellen. Und Sinn der Sache ist, dass man ganz, ganz kleine Aufgaben hat, weil die Leute oft erschlagen sind von da machst du dann, was weiß ich, die Farben so und so und die Bildaufteilung so und so und solche. Und dann stehst du Stunden da und dann ist ja dein Motiv weggelaufen. Aber wenn du immer so Kleinigkeiten machst und es wirkt dann irgendwie doch anders, als man es so gewohnt ist. Und habt ihr dann so einen Feedback-Loop, also dass der Gregor dann zwei Sterne darin kriegt, wenn er es gut gemacht hat? Oder? Das können wir doch machen. Aber ist noch gar nichts. Sollen wir das machen? Naja, aber schauen wir mal. Na komm, ich möchte jetzt Bewertung. Da keine Leistungsschau draus machen. Durchgefallen, die Folge müssen wir wiederholen. Wie macht ihr das denn, wenn er fotografiert mit dem Mobiltelefon und der Aufnahme mit einem Gerät? Da habt ihr doch dann die ganze Zeit das Smartphone dann drauf. Nee. Der Gregor fotografiert nach. Super Einsatz, Dennis. Nach der Aufnahme. Unser neues Störgeräusch der Woche. Das sind wir da dabei Musik. Das ist ein neues Handy. Ne? Wollen wir jetzt, dass jeder Mensch aus ist? Oder ist das die örtliche Samba-Gruppe? Ja, das ist kein Samba, sowas. Das ist, glaube ich, Maracatu. Aha. Maracatu? Das ist okay. Ja, das wird jetzt sehr schwierig. Ich wollte...
ich wollte jetzt eigentlich ja nur noch sagen, dass, dass der Gregor erst nach der Aufnahme fotografieren geht, weil die, die es anhören, die gehen ja auch erst nach dem Anhören fotografieren. Okay. Vorschlag, verziehen wir uns ein bisschen weg von dem Geräusch? Ja, oder wir machen Schluss. Ja, genau. Ich kann das noch nächstes Mal erzählen. Genau. Sehr gut. Serien und so. Also. Okay, dann bis zum nächsten Mal bei Schönwetter wieder 19.30 Uhr, Dienstag im alten AKH Innenhof 2 bei Schlechtwetter in der Zypresse. Bitte lesen Sie einfach auf biertaucher.at, unserem Twitter-Account, dort poste ich Sie meinen Tag vorher hin, wo wir uns treffen, wenn Sie dabei sein wollen. Und sonst suche ich wieder um Feedback. Nächstes Mal wird es verlesen. Bitte nach wie vor uns Feedback-Formular ausfüllen. Bitte, bitte. Wir freuen uns alle ganz viel. Schön war's. Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.